Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt zur Kalifornien-Rundfahrt, zur Königsetappe, zur Entscheidung. Da bin ich mir sicher. Heute die siebte und vorletzte Etappe. Livermore nach Mount Diablo. 150 Kilometer sind heute zu bestreiten. Obwohl, warum eigentlich nicht? Wollte ich gar nicht. Aber Janse van Rensburg darf ruhig mal angreifen. Warum nicht? Toni Martin geht hinterher. Der Mann, der gestern die Etappe gewonnen hat, das Zeitfahren, hat er gut gemacht. Ist da sehr, sehr stark gefahren. Und wird hier gerade abgehängt von Janse van Rensburg. Das will man ja auch niemandem erzählen. Gut, jetzt ist er wieder mit dran. Jaco Venter, der braucht jetzt nicht hinterher fahren. Haben wir keinen Bedarf, genauso wie Van Nierek. Ach natürlich, Gerdemann ist nicht der Leutnant für Kudos, sondern Van Nierek. Niekerk, Mann, warum sag ich immer Nierek? Macht gar keinen Sinn. Gut. Da muss Gerdemann aber trotzdem mit nach vorne. Kudos haben wir hier. Der ist vorne. Gerdemann jetzt auch vorne. Natürlich habe ich mich auch gefragt nach dem Zeitfahren, wie wahrscheinlich so viele von euch in den Kommentaren später. Was wäre wenn? Was wäre, wenn wir nicht auf Kudos gesetzt hätten, sondern von Anfang an für Linus Gerdemann gefahren wären, hätten wir da mehr Chancen gehabt, hier einzugreifen in Sachen Gesamtwertung? Schwierige Frage, ich kann es nicht beantworten. Es kann sein, es muss aber auch nicht sein. Ich würde sagen, wir simulieren jetzt erstmal ein bisschen, bis es dann wirklich um die Wurst geht. Heute natürlich auch ein wichtiger Tag, ich habe es schon in der letzten Etappe, in der letzten Folge angesprochen, für die Bergwertung. Denn es gibt heute nochmal ordentlich Punkte zu holen. Zweimal zweite Kategorie und einmal Berg 20 Punkte gibt es da. Wahrscheinlich erste Kategorie oder sogar Ohr-Kategorie. Ja, erste Kategorie wird es sein. Am Schlussanstieg. Also doch nochmal ordentlich was zu holen für die Männer, die in der Bergwertung sich was ausrechnen. Momentan ist ja kein wirklich gelernter Bergfahrer in der Bergwertung vorne, nämlich Martin Maaskant. Der hat am Berg noch nicht mal einen Wert von 70. Fühlt sich eher in den Klassikern zu Hause und hat im Bergtrikot eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich viel verloren. Er reiht sich aber schon vorne ein. Hier sehen wir das Bergtrikot, das Weiße mit den roten Punkten, aber auch Roswell ist mit dabei. Und jetzt frage ich mich gerade, wer der andere war. Das war Padur, ne? Padur auch aus der NetApp Endura Mannschaft. Und Van Rensburg gewinnt also die Bergwertung. Das wollte ich auch mit Absicht machen. Martin wird zweiter. Und wir gucken mal, ob sich hier hinten noch ein Kampf entfacht. Tatsächlich, Roswell greift an. Bohm fährt ihm hinterher. Warum Bohm? Der hat noch nicht wirklich viele Punkte. Aber Maaskant kommt auch. Und Martin Maaskant sprintet um die Punkte und holt sich den dritten Platz in der Sprintwertung, baut seinen Vorsprung damit aus und hat jetzt 42 Punkte. Warum ist Padur nicht mitgefahren? Das frage ich mich gerade mal. Padur, der Mann von der NetApp-Mannschaft, der eigentlich doch besser platziert war. Vielleicht ist er einfach nicht gut genug gewesen. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, aber wir fahren jetzt erstmal weiter. Ich frage mich auch gerade, ob Maaskant jetzt Vollgas weiterfährt. Sieht so aus. Und ich frage mich, ob das Feld das so akzeptiert. Sieht aber auch danach aus. Okay. Dann fahren wir weiter. Wir können ja ruhig wieder ein bisschen schneller machen. Bis zur nächsten Bergwertung erstmal. Wir können uns ja mal in Ruhe angucken, was dort hinten so alles vor sich geht. Van Rensburg also zusammen mit Toni Martin vorne. 5 Minuten vor der Gruppe Bohm und Maaskant. Und dahinter auch schon das Hauptfeld. Das Hauptfeld hat aber keine Interessen daran, hier die beiden einzuholen. Von daher schätze ich mal, Martin Maaskant wird sich das Bergtrikot tatsächlich sichern. Mehr oder weniger, na, kampflos möchte ich nicht sagen. Ist halt, hat ein bisschen dadurch profitiert, wahrscheinlich, dass er das Bohm angegriffen hat. Der will sich heute wohl die Bergwertung, den Etappensieg vielmehr sichern. Ein sehr ausgeglichener Rennfahrer, ein starker Rennfahrer, aber am Berg doch nicht so gut. Und hinten im Feld übernimmt die Mannschaft BMC das Handeln mit Torjuschow, mit Philipp Gilbert und natürlich mit ihrem Mann in Gelb, mit Samuel Sanchez.
So. Die anderen zwei sind jetzt also aufgeschlossen. Damit sind wir 4 Fahrer an der Spitze. 12 Minuten Vorsprung haben wir vor dem Hauptfeld. Könnte also was werden mit dem Etappensieg eventuell von einem der hier vorne. Ich glaube Toni Martin. Oh nein. Gar nicht mal. Tatsächlich ist rein jetzt vom Klettererwert her Janse van Rensburg der stärkste. Jacques Janse van Rensburg ist also der stärkste Bergfahrer aus dieser Gruppe. Einer ist zurückgefallen, das ist Swain Taft. Kann im Tempo nicht mehr folgen. Was mich ein bisschen wundert. Er ist ein guter Zeitfahrer und gut in der Ebene. Eigentlich sollte er nicht so schnell abgehängt werden. Jetzt noch 3 Kilometer bis zur nächsten Bergwertung. Die wird sich bestimmt Martin Maaskant schnappen. Ich würde auch sagen, dass er das kampflos von mir aus darf. Ich wette, Lars Boom wird trotzdem mitsprinten. Ja, das war mir irgendwie klar. Wir fahren dennoch mal ganz ruhig weiter. Wir wollen uns jetzt hier nicht aufreiben in sinnlosen Aktionen. Auch wenn Toni Martin hinterher fährt. Maaskant, entweder er kann nicht mehr oder er will nicht mehr. Glaube aber eher, dass er so ein bisschen am Rand seiner Kräfte ist. Kriegt hier wahrscheinlich noch einen Punkt, kann das sein? Ich glaube, er kriegt noch einen Punkt, weil sonst wäre oben rechts die Anzeige ja aufgeploppt. Wer vom bisherigen Stand in der Bergwertung. Und jetzt geht es noch 58 Kilometer rund. Wir haben viel Vorsprung, wir haben über 12 Minuten Vorsprung. Martin Maaskant, der hat jetzt scheinbar echte Probleme, hier dran zu bleiben. Aber es kann ihm auch echt egal sein. Sind wir mal ehrlich, es kann ihm egal sein. Er wird die Bergwertung gewinnen, komme es, wie es da wolle. Und darüber kann er sich schon jetzt sicher sein, darüber kann er sich auch sehr freuen. Hinten hat noch jemand angegriffen, das ist Roswell. Oha. Kann sein, dass der von der letzten Bergwertung noch vorne ist. Das könnte ich mir vorstellen. Und ich sage schon mal, Kudus und Gerdemann, sie sollen mehr Einsatz geben, um das Tempo zu halten. Denn gleich geht's auf den Mount Diablo. Nicht mehr lang, dann sind wir hier. Und das ist wirklich ein teuflischer Berg. Wird das Schwerste sein, was wir in der Kalifornien-Rundfahrt bisher hatten. So, meine lieben Freunde, und wieder mal hoffe ich, ich habe es rausgeschnitten. Wurde gerade wieder unterbrochen bei der Aufnahme. Aber das macht ja nichts. 30 Kilometer haben wir noch zu fahren. Viermal an der Spitze mit dabei unser Mann Janse van Rensburg, Jacques Janse van Rensburg, um genau zu sein. Und heute stehen die Erfolgsaussichten tatsächlich ganz gut. Er ist zwar mit bekannten Namen mit dabei, mit Toni Martin, mit Lars Boom und auch mit Martin Maaskant, der immerhin mal bei Paris-Roubaix unter die ersten 10 gefahren war. Aber er ist der beste Bergfahrer, zumindest was die Werte angeht aus der Gruppe. 20 Kilometer sind es noch und wir fahren jetzt langsam in den Berg hinein. Toni Martin greift an, aber da gehen wir nicht hinterher. Zumindest nicht direkt, denn das ist mir zu doof. Lars Boom geht hinterher, sie versuchen sich also jetzt abzusetzen. Aber ich spekuliere darauf, dass das zu früh ist, dass sie das am Berg noch spüren werden, wenn sie jetzt schon einen Angriff setzen. Wir sind jetzt gleich am Fuß des Berges und natürlich ist es jetzt auch blöd. Ich stelle mal die Taktik ein. Kann ich das? Ja, das kann ich. So, Jacques Janse van Rensburg, Kapitän. Es geht heute um einen Etappensieg, nicht um die Gesamtwertung wie im Angriff fahren. Angriffen folgen machen wir nicht. Er soll ganz normal fahren. Damit wir nämlich ihm dann sagen können, automatische Steuerung, das ist bestimmt nicht die beste, aber es ist besser als nichts. Von Maaskant ist jetzt keine Hilfe zu erhoffen, aber ganz ehrlich, Martin Maaskant, der ist froh wahrscheinlich, wenn er hier irgendwie über den Berg kommt. Und Toni Martin, der ist richtig gut drauf, so wie es aussieht, greift hier nochmal an. 12,9 Kilometer vor dem Ziel, aber der Berg ist lang. Der Berg ist hoch und das wird er wahrscheinlich noch zu spüren bekommen. Ich hoffe, dass van Rensburg da doch gut rüberkommt. Wie sieht es bei Kudus und Co. aus? Die sind noch im Flachstück. Aber die Mannschaft BMC geschlossen vorne mit dem norwegischen Meister Torhüschoft. Für Samuel Sanchez und dessen gelbes Trikot macht das Tempo. Vorne Jacques Janse van Rensburg, der jetzt nur Toni Martin vor sich hat. Lars Boom am Hinterrad, Maaskant musste abreißen lassen. 11 Kilometer sind noch zu fahren und wir können jetzt nur davon ausgehen oder damit hoffen, dass Martin sich hier übernimmt, dass Martin das nicht halten kann und dass van Rensburg stark genug ist, einen Vorsprung von 10 Minuten zu retten vor dem herannahenden Feld
mit Samuel Sanchez unter anderem. Mit Kudus und Gerdemann natürlich auch. Die beiden dürfen wir nicht vergessen. Jakoventa, Van Niekerk. Alles das sind starke, starke Fahrer. Und Kudus ist im unteren 14. Gesamtwertung. 3 Minuten 20 hat er Rückstand auf den Gelben, auf Samuel Sanchez. Und jetzt heißt es wirklich dranbleiben, kostet es was da wolle. Wie geht's von Rendsburg? Der ist immer noch vorne. Martin hat eine Minute Vorsprung ungefähr. Er fährt hier ein starkes Rennen, Toni Martin. Und ich sag von Rendsburg jetzt einfach mal, er soll mit dem Tempo hochfahren. Einfach fahren, fahren und fahren. Wo ist Gerdemann? Der hat heute eine schlechte Tagesform. Merkt man ihm auch an. Also Kudus wird heute wieder mal auf sich alleine gestellt sein. Davon kann man ausgehen. Und Lars Bohm kann nicht mehr folgen. Van Rensburg ist zu schnell. 5 Kilometer sind es noch. Jacques Janssen van Rensburg hat hier wirklich die Möglichkeit, diesen Etappensieg zu holen, die Königsetappe der Kalifornien-Rundfahrt zu gewinnen. Wie groß wäre das denn für seinen ersten Saisonerfolg, wahrscheinlich seinen ersten Karriereerfolg, direkt so ein prestigeträchtiges Rennen mit so einem großartigen Feld aus so einer starken Spitzengruppe heraus zu gewinnen? Das wär's. Aber erstmal muss er Toni Martin noch irgendwie abfangen. Und der hält seinen Vorsprung immer noch konstant bei 50 Sekunden. Jetzt bröckelt er ein wenig, aber von Rendsburg geht so ein bisschen der Weg bis ins Ziel aus. Und natürlich müssen wir auch gleichzeitig gucken, was passiert hier hinten. Und hier hinten greifen die Ersten an. Das sind die Männer Kwiatkowski, Sanchez und Landa, die jetzt hier den Angriff setzen. Wir konzentrieren uns jetzt aber hier vorne trotzdem ein bisschen auf Van Rensburg, der jetzt nochmal richtig Gas geben muss, Gas geben soll. Toni Martin könnte er noch abfangen. Wenn er das schafft, wäre es vermutlich der größte Erfolg seiner Karriere bisher. Aber es wird eng und es sieht nicht so aus, als würde sich der Deutsche das hier noch stehen lassen wollen. Wie geht's Kudus? Der fährt hier hinten der Gruppe um Sanchez hinterher. Macht das auch stark. Philipp Gilbert ist an seinem Hinterrad. Und vorne also immer noch Van Rensburg mit dem Kampf. Er kann den Vorsprung auf Toni Martin verringern. Eine halbe Minute ist es noch. Jacques Janssen Van Rensburg muss jetzt aber Vollgas geben. Und das kostet natürlich richtig Kraft. Van Rensburg hat den Abstand echt verringert. Van Rensburg muss jetzt einfach Vollgas geben. Setzt den Sprint an, aber Toni Martin gewinnt. Toni Martin gewinnt ganz, ganz, ganz knapp vor Jacques Janssen Van Rensburg. Was für ein trauriger Tag. Was für ein trauriger Tag, trotz einer großartigen Leistung des Südafrikaners. Schade. Es tut mir richtig leid gerade für Jacques Janssen van Rensburg hier. Lars Bohm wird Dritter. Vierter, ja, wird nicht mehr im Maßkant. Der schafft es nicht mehr aus der Spitzengruppe. Habe jetzt aber auch ein bisschen den Überblick verloren, wo er denn ist, Maßkant. Kann sein, dass er noch vor uns ins Ziel kommt, sieht aber nicht so aus. Und mehr wie Kudus. Wie viel der wird er? Top 10 wird es heute werden. Aber ich glaube nicht, dass er Zeit gegenüber Konkurrenz gut macht. Gilbert hat er auch nicht überholt. Er wird 11. am heutigen Tag. Maßkant wird 6. Das können wir noch nachtragen. Er schafft es also doch aus der Spitzengruppe noch unter die ersten 10 immerhin. Aber natürlich richtig bitter. Das hätte heute der große, große Tag werden können für Jacques Janssen van Rensburg. Und jetzt hinterher kann man natürlich spekulieren. Hätten wir hinterhergehen sollen, wäre es klüger gewesen. Sei es drum. Toni Martin holt sich den 2. Tageserfolg binnen 2 Tagen. Ja, Jacques Janssen van Rensburg 9 Sekunden am Gefehl. Der ist also nochmal richtig nah angekommen. Dann Bohm, Kwiatkowski, Velic, Maßkant, Sanchez, Acevedo, Landa und 10. wurde Philipp Gilbert. In der Gesamtwertung damit folgendes Bild. Kwiatkowski übernimmt Gelb am letzten, also am vorletzten Tag vor Sanchez. Dann Peter Velic, Gilbert, Landa, Acevedo, Fuglsang, Brajkovic. Kudus rückt vor auf Rang 9 dank einer grandiosen Leistung. Außer grandios war die nicht, aber dank einer starken Leistung auf der Bergetappe. Und Tanel Kangert ist 10. In der Sprintwertung führt Peter Sagan vor Philipp Gilbert und Matthew Goss. 4. jetzt Kwiatkowski. Rato rutscht auf Rang 7, Bohle auf Rang 9 runter und Rigurgul fällt aus den Top 10. Aber morgen gibt es hier noch eine flache Etappe, hier kann sich also noch was ändern. Anders als in der Bergwertung, die gewinnt Martin Maßkant. 2. wird sogar noch Toni Martin, 3. Padur, punktgleich mit Jacques Janssen van Rensburg.
Die haben heute also nochmal ordentlich Punkte gesammelt. Dann Lars Bohm auf Rang 5, Wozel auf Rang 6, Durbridge 7., 8. Bauer, 9. Vitiens und 10. Farshaw. In der Nachwuchswertung gewinnt wahrscheinlich Michael Kwiatkowski vor Mikel Landa und Mehadi Kudus, der sich an Peter Sagan noch vorbeischiebt. Patrick Konrad auf Rang 9. Und in der Teamwertung schiebt sich Omega Pharma Quickstep an BMC vorbei. MTN Kubeka macht ein paar Plätze gut und wird 5. bis jetzt. Eine Etappe kommt aber noch, aber die ist ziemlich flach und deshalb wird es da wahrscheinlich keine Veränderung mehr geben. Ach, Van Rensburg, ey. 26 Jahre alt ist er, man kann es nicht sagen, es ist ein Talent, aber es war der größte Erfolg in dieser Saison und der Sieg wäre ihm echt zu gönnen gewesen. Schade, schade, schade. Vielleicht hätten wir der Attacke doch hinterhergehen sollen. Vielleicht hätten wir während der Rundfahrt auf Gerdemann setzen sollen. Man weiß es nicht. Fakt ist, die letzte Etappe wird in der nächsten Folge stattfinden und ich begrüße euch dann auch herzlich wieder herzlich, meine Zuschauer zu sein. Bis dann.